Galaktische Geschichte 46, Nats Vermächtnis. Der Planet Onderon, der einst unter der Herrschaft des Sith Lords Frieden Nats stand, erlangte einen dünnsten Ruf. Meister Arca jetzt hatte drei Jedi entsandt, darunter die Brüder Uikai, den Oma, und dort der Verwandter der Planeten der Bevölkerung Frieden zu bringen. Als die Jedi dort ankamen, flieht die Herrschafterin und der Muskelion Amona sie an, ihr zu helfen. Ihr Volk von den kriegerischen Bestienreitern zu beschützen, die auch schon bald ihre Tochter Galia verschleppten. Bei ihren Nachforschungen kamen die Jedi der Wahrheit auf die Spur. Galia und die Kriegsherr der Bestienreiter Oron Kira hatten die Entführung gemeinsam arrangiert. Die planten eine Heirat, um die vereinfachten Kulturen zu vereinen. Königin Anoa stellte sich als Nachfahrin von Fratnat heraus. Die dunkle Seite war stark in ihr und die Jedi gehörten zu ihren Feinden. Die Streitkräfte der Königin bekämpften die Bestienreiter und die Jedi. Kalkidroma verlor in einem Kampf gegen Arm und erst die Ankunft des Arkadiet, der mittels Kampfmeditation die Schlacht zugunsten der Jedi wandte, brachte Onderon die Rettung. Nach der Niederlage von Königin Amona begannen Galia und Orion hier ihre Welt neu aufzubauen.